Ach, da sind wir jetzt. Da, okay. Da war der Koffer. Da war der Koffer und den haben sie dann oben in die Waschküche gebracht. Das heißt, Dann hätte ich gesagt, können wir das mal. Ja, nee, den brauchen wir nicht. weil hier in den Aufzug können wir nicht. Was können wir dann überhaupt machen? Wir reden mal mit dem Typi. Ich habe gerade eine andere Idee. Wir haben doch eine Uniform. Guck doch mal, was in den Taschen ist. Wenn er geladen hat. Ja, warte mal. Look pockets. Look pockets. In the pocket of this uniform is an alien identification card. The name on the card is Buxton Freem. You wonder if this is a common Saryan name. Habe ich die jetzt hier Ja. drin? Siehste, Serien-ID das Card. ist. Wir haben's doch. Wir haben doch alles. Wir haben doch alles. Also können wir Also wieder nochmal runtergehen. Retour. Nochmal Return to Sender. Ich hoffe, wir singen schlecht genug, dass er nicht auf die Idee kommt, Das das Content-ID. Content-ID-System Ja. einzuschlagen. Das Interessante ist mit dieser Brille, das ist so eine polarisierende Brille. Wenn ich so den Kopf neige, kann ich den Bildschirm nicht mehr lesen. Siehste. Ja. Ja, meine nicht. Kann dir für Teil 2 ja eine andere Brille besorgen. Ich muss einfach nur den Kopf gerade halten. Haltung Schluck. bewahren, junger Schluck. Mann! Haltung! Haltung! Was, du kriegst immer einen halben Schreck, wenn du den Typi siehst. Wahrscheinlich ist das, wenn du keine Uniform hast. Dann ist halt rum. Ja. Ja, wenn der Typi reinkommt. Also war das intuitiv das Richtige, was wir getan haben, Ja. mit dem in die Waschmaschine steigen. Also manchmal sind blöde Ideen doch gar nicht so schlecht. Aber nur in Adventures, bitte nicht im realen Leben machen. Liebe Kinder, macht das nicht nach. Don't try Don't this at try home. this at home. Das ist keine Jackass-Challenge. Das ist Bitterer Survival of the Ernst. Fittest. Sprich, wenn ihr euch selber aus der Nahrungskette bzw. aus der Evolution entfernen wollt. Aber bitte tut das nicht. Also Nordic Walking hat der Typ drauf. Ja, aber ohne Stöcke auch noch. Ich hätte ja fast gesagt, das müsste ja eigentlich dann das Spiel für Tom Cruise sein. Ne? Der rennt doch auch überall hin. Das ist doch Weil er so klein ist, muss Ja, er immer rennen. vor allem siehst du, Tom Cruise rennt immer so schön mit seinen Händen. Damit man auch Mit, sieht, dass er rennt. damit man sieht, dass er rennt. Müsst ihr mal Das ist wie im aufpassen, Theater. wie viele. Ich glaube, es gibt sogar YouTube-Videos darüber, die spekulieren, wie viele Kilometer Tom Cruise denn schon seinen Film gerannt ist. Viel. Allein im letzten wieder. Ich habe ja tatsächlich nur Mission Impossible 1 gesehen und alle Nachfolger nicht. Ja, hast du was verpasst. Die sind gar nicht so schlecht, finde ich. Kommt Jetzt hätte ich noch aber. so ein Summen im Hintergrund erwartet, irgendwie so ein. Das machen wir einfach so. Special Effects Department. So, dann jetzt Show ID Card. Shop. Shop-ID. Excuse me, I shall retrieve your weapon. So, jetzt kommt da mehr Steinschleuder oder so. Irgend so ein Mist muss doch jetzt passieren. Ich meine, das ist Space Quest und nicht Colonial Marine. Your rank allows you to bear one pulsory unit. Remember, no firing in the ship. Have a nice day. Okay, speichern und mit F6 können wir jetzt ballern. Das heißt, wir stellen uns über den.
The droid explains that although he is not programmed for death, he considers it extremely rude to fire a weapon indoors. He cautions you against doing so again. Okay. He did warn you. Haha. Okay, laden. Wir stellen uns über den Typ, gucken nach unten und feuern. Probieren wir das mal. Das wäre ja gut, sonst müssen wir in denselben Raum gehen wie der Typi. Ja. Wäre auch eine Möglichkeit, aber es wäre cleverer, ihn von oben zu erledigen. Genau. Ich hätte mir lieber was auf den Kopf geschmissen, ne? Das hatten wir doch schon mit dem Spinnenroboter. Wir wollen doch nicht zweimal das Gleiche haben. Wahrscheinlich. Bisschen Abwechslung. Wahrscheinlich. Weil wenn der jetzt einfach auch so einen Stein, den man runterschubsen kann, legen würde, das wäre ja irgendwie... lustig. Boing. Nein, tut nichts. Dann muss man ihn doch so direkt erschießen. Drama. So, Walking Simulator Teil 22. Ach, der schon wieder. These droids are made for Speichern. Walking. That's what they'll do. That's why these droids are gonna walk all over you. Grad war das. Ich glaub, was denn jetzt? My, aren't you the clumsy one? Because of your inability to walk without falling on your face, your helmet is now riding the elevator without you. You've blown your cover! The Sarians are sure to shoot first and ask questions later. Jetzt gibt's eine Action-Sequenz, dass du dann feuern musst. Okay, ich speichere. Also. Ich gehe mal von aus, dass das einfach da jetzt passiert. Draw fast. Und da unten, und der ist jetzt auch weg und natürlich nicht da unten der Helm. So, jetzt heißt es Fire at will. Oh! Okay, 5 Euro in die schlechte Wortspielkasse. Pulse Ray heißt es auch nicht. Heißt es auch einfach. Pulse Ray. Pulse Ray. Pulse Ray. Feuer. Zu langsam. Your toast. Nicht denken, schießen. Shoot first, ask later. See you on the Chronostrom, Time Jockey. Zu langsam. Ja, ich hab gedrückt, aber der muss erstmal in den Raum kommen, weißt du? Hörst du ihn? Nicht so hektisch. Speichern. Immer so, aus der Hüfte so. Burp. Halt cool. Roger ist manchmal cooler, als es ihm eigentlich gut tut. Shoot first, ask questions later. Ich
Keine Ahnung. Hast du wieder zu spät geschossen? Ich habe die ganze Zeit Dauerfeuer gemacht. Ja, das ist der Fehler. Du musst im richtigen Moment drücken. Reaktionsgeschwindigkeit ist hier alles. Der ist schnell. Ich weiß auch nicht. Vielleicht triffst du einfach von da nicht. Du siehst ja, wenn sich der Bildschirm aufbaut. Dann kannst du ja anfangen laden. Weiter unten. Ja, gut. Ja, wenn der Bildschirm anfängt, sich zu pixeln, dann. Jetzt. Nee, er läuft. Er läuft ja erst. Okay, tue ich mal gerade. Ja. Aber ich vermute, wir müssen eine andere Lösung finden. Wahrscheinlich müssen wir doch von oben irgendwas runterschmeißen. Ja. Okay, ist keine Chance. Also, das müssen wir anders machen. Ich glaube, wir müssen doch was auf jeden Fall lassen. Da oben, ja, ja. Aber dann müssen wir wahrscheinlich weiter zurückladen, weil wir ja zum Roboter nicht mehr gehen können ohne Maske wahrscheinlich. Hm. Wir können es probieren, aber... Lass uns probieren. Es ist durchaus möglich, dass wir uns wieder in eine Sackgasse gespielt haben. Cool. Vielleicht fällt es dem Roboter ja gar nicht auf. Ja, weil mit der ID sind wir vielleicht auch berechtigt, diese Granaten zu nehmen. Möglich. Und diese Granaten könnten wir auf den Kopf fallen lassen, wie einen gewissen Stein. Mhm. Also das doch. Ist lustig. Also ich glaube, wir laden mal einen Spielstand. Was haben wir denn im Angebot? Nee, ich glaube, wir haben schon lange nicht mehr gespeichert. Du meinst, wir probieren das lieber erstmal so? Ja. Lass mich. So. Shoot to kill. Wenn die Pixel erscheinen. Siehst du? Toast. Geht doch. He's dead, Jim! Tüdelüt. Ist auch schon ganz übernächtigt hier mit den roten Augen. Ja, F6, F6. If the robot could laugh, which it is not programmed to do. Und den Rest werden wir nie erfahren. You've just been disintegrated by contact. Aber der ist wirklich heftig. Ja, du bist ja vorhin auch an ihm vorbeigekommen. Ja, ich dachte aber auch, ich bin weit genug von ihm fern. Ja, anders als vorhin ist er stärker darauf aus, mich abzufangen, weißt du? Mhm.
Wahrscheinlich, weil ich keine Maske mehr trage. Jetzt mache ich, speichere ich in einem anderen Screen nochmal, dass wir das Laden uns sparen. Hei. La Grenada. Mist. Rechts. Nein, der geht doch hoch. Schau. Geht nicht. Ich war schon zu spät. Der geht sehr aggressiv auf mich los. Ach so, du hast geschossen, okay. Das war knapp. Ich bin geneigt dazu, dass wir einen früheren Spielstand laden müssen. Ja, ich fürchte auch. Ja, ich glaube, das wird nichts mehr. Set is true. Oh. Kann natürlich noch Folgendes versuchen. Nochmal den Bildschirm. Ob er irgendwann nicht da ist. Ja. Oder zumindest, ob er nicht aggro ist, wenn ich nicht auf ihn schieße. Da ist schon direkt der nächste. Oh, jetzt ist keiner da. Okay, ja, so geht's. Rein raus. Das alte Rein-Raus-Spiel. Ganz falscher Speichern. Kontext, ganz falscher Kontext. Speichern? Ganz falscher Kontext. Das musst du hier ein Disclaimer reinmachen. Wieso? Ja, wegen Alter. Das, nur weil wir hier aus dem Raum rein und raus gehen. Na gut, die Anspielung, die Filme, die du hier anspielst, die kennt zum Glück die Klientel da nicht. Siehst mich nicht, la la la. La 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 la. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob der Droide uns jetzt abknallt oder ob wir jetzt trotzdem ohne Maske. Daran entscheidet sich jetzt, ob wir die letzte halbe Stunde nochmal spielen müssen. Oder nicht. Ja. Okay. Dann unterbrechen wir an der Stelle und machen das normal. Dann. Genau. So, wir sind jetzt wieder an der Stelle, dass wir die Waffe in Empfang nehmen. Und jetzt nehmen wir aber noch die Bömmchen mit. Weil wir haben ja vorhin am Tresen festgestellt, dass ohne ID durften wir nicht. Mach take Bomb. Take Bomb. I'm sorry, may not possess that device. That would be punishable by death. Aber wir brauchen die. So, wie bekommen wir die jetzt? Look. Grenade. The service droid sees you eyeing the gas grenades on the counter and informs you that you are not available to that they are not available to GI personnel such as yourself. Gute Frage. Was können wir da tun? Mein Glück. Counter. There are two gas grenades sitting on the right side of the counter. Ah, wenn er weg ist. Während er hinten ist. Ah, da müssen wir also einfach nochmal laden. Take Bomb. Und die andere auch. Zu spät laden.
Take Bomb. Taken F3. F3. You already have one. Okay. Ja, kann. Dann geht's nur einem. Ja, eine müsste lang. Gut. Dann speichern. Ist ja fast schief gegangen. Jetzt kommen wir aber auch nicht mehr zurück. Ja. Ja, aber er hat ja gesagt, du hast schon eine und man kann genau. Keine mehr nehmen. Mut zur Lücke. Aber wir können. Nee, was wir machen können ist, wir lassen die jetzt fallen. Ja. Und dann gehen wir nochmal zurück, weil dann haben wir den Helm noch. Ja, aber gucken, er geht nicht mehr weg. Ja, wir jetzt zeigen ihm nochmal die ID und gucken, was passiert. Okay, machen wir. Oder dann vielleicht nochmal guckt. Das können wir machen. Drop. Bomb. Das ist eine Grenade. Drop Grenade. Puff. The grenade drops to the floor, releasing its poisonous gas on the unsuspecting alien. Good shot, Roger. Genau. Dode ist er. Ja. Voll dode. Das haben wir schon mal je geschafft. Dode. Doder sind dode. Nichts von wegen hier zuerst schießen. Ja. Also die Frage, who shot first? Nein, falsch. Who dropped first? Who dropped first? We dropped. Not dead this time. Genau, dann machen wir mal Show ID. So, ich speichere mal. F12. Nicht F12? Oh, Show ID. Genau, jetzt geht er nochmal. Und dann... Sicher ist sicher. Take Bomb. Taken. So, jetzt haben wir noch eine. Und mal gucken, was er sagt, wenn er zurückkommt. Sorry, my records indicate that a weapon has already been signed out in your name. Na gut. Okay. So, dann würde ich sagen, dann machen wir jetzt hier nochmal einen... Speicherpunkt. Einen weiteren Speicherpunkt. Speicher. Drop the bombshell. This is out of control. Drop the bombshell. Lukus. So, dann brauchen wir wieder Falk mit dem flinken Finger. Flinkfinger Falk. Fast Finger Falk. Ups. You dropped the nose. Now it's 4-1. I'm drop the winning. Bomb. You dropped the nose. You should drop the bomb. Immerhin ist er noch tot. Die haben ihn noch nicht gefunden. Es ist noch nicht respawned. Es ist noch nicht respawned. Dementsprechend mache ich hier nochmal F12 für den Fall, dass wir doch nochmal mit Maske irgendwas machen müssen. Wird nicht besser mit den Haaren hier. Ja, steht hier trotzdem. Danke. Mut zur Hässlichkeit. Es hat ein bisschen was von Zack McCracken tatsächlich, so mit Nasenbrille. Tatsache, ja. Und es war vor Zack McCracken. Vielleicht hat Zack McCracken ja das sich inspirieren lassen. Ich glaube, das war... Zufall. Coincidence. Wahrscheinlich, ja. Zumal sie ja in... Also auf der Packung von Space Quest 1 sieht man, dass sie bunte Haare haben und das war's. Na, die Nasen haben sie doch auch. Ja, aber es haben auch noch Nasen und Ohren, aber das erkennt man auf dem Foto halt kaum. Aber die Brillen hatten sie noch nicht. Das kam dann erst später. Zumindest in dem 10 Jahre Anniversary Dingens. Und yeah! Kia, das ist, wir sind ja sowas von... Wir sind schon sowas von gerutscht. Ein bisschen merkwürdig finde ich es. Ihm gelingt alles Mögliche, wir machen die tollsten Sachen und dann kommt wieder so eine Slapstick-Szene, weil... Er kann halt. Plot Device. Ja. Roger will Co. Aber guck dir mal, wie rot die Augen sind. Deadly Laser. Speichern. Isst du viele Becquerel, leuchten deine Augen hell. Hm. Max Headroom. Da ist keiner. Da war ja das letzte Mal einer. Ja, aber diesmal ist keiner.
speichere ich nochmal. Und da drin dürfte dann auch nur der ein Drop Ausgenockte Dead sein. Nee, der ist tot. Okay. Der ist einfach, schläft nur. Abgeritten zu sein, Ahnen. Ja, okay. 5-1. Ich glaube, das gewinne ich spielend. So, durchsuch den mal. Ich habe die bessere Nasenklemmtechnik. Ja. Look, man. He appears to be dead. Search. So, Sekunde. So. Search. Body. You seem to have found a remote control device of some sort. It has only one button labeled on, off. Take remote. The guard has nothing else of any interest. Wahrscheinlich hast du es schon. Use remote? Use remote. How would you like to do that? Push button. Push remote. Say what? Button. Push button. Push button. Suddenly the force field protecting the star generator disappears. So, speichern. Look, console. 173 Punkte schon. Damit kommt nicht mehr viel. So, der Code lautet 6858. 6? Oh Gott. Das ist halt so ein. Das hat halt eigentlich nicht wirklich Maussteuerung. Also. F6 to select a key. Nimm doch die Cursor-Tasten. Sechs. Acht. Acht. Fünf. Fünf. Acht. Acht. Enter. Enter. Detonation. Ich speichere dann nochmal kurz. Ja. Cycle has begun. Komm ich hier raus? Det geht's. Ja. So, dann gehen wir nach links. The star generator has come alive! The heat that this thing is starting to generate tells you that it's time to blow this taco stand. So, halt mal den Finger auf dem Abzug. Fünf Minuten Zeit haben wir jetzt. Wie eben, ich glaube, am Anfang hat man, glaube ich, auch 5 Minuten. Weiß ich nicht genau. Sehr gut. Dann hier. I've grilled him! Runter mit dem Aufzug. Like a chicken! Chicken Disaster! Chicken Attack! Kennst du den Song? Hennen Rennen kenne ich nur. Es gibt mit so einem. So ein Kung-Fu Parodie-Video mit dem jodelnden Japaner. Sag mir nix. Ich weiß, muss ich dir mal zeigen. Haben wir den Rechneraufzug? Kommen wir da jetzt rein? Ja. So, dann in den Escape Pod. Enter Pod. You swiftly slip into the sleek ship. Try to say that 3 times fast. You swiftly slip into the sleek ship. You swiftly slip into the sleek ship. You swiftly slip into the sleek ship. Press start.
Machen wir mal Look Ship. Look Ship. You frantically search for the control console for the... Sorry, ja. You frantically search for the control console for the launch button. Aha, there it is. Press launch. 190 von 202 Punkten. 12 Punkte fehlen uns. Was haben wir übersehen? Schreibt es uns in die Kommentare. Da. Explodiert vorhin schon. Jetzt die nächste Explosion. Gigantisch. Aber für damals war das echt schick. Mit einem schönen Bildschirm wackeln. Das konnte schon was. Auch mit diesem erst aufblähen und dann... Ja, also da haben sie schon grafisch... Im Rahmen dessen, was die Engine konnte, haben sie einiges geleistet. The Deltor has been blown to tiny fragments by the force of the Star Generator's blast. You have saved the lives of millions of people, not to mention the lives of those in other systems. Don't get a big head. Müsste jetzt eigentlich kommen, oder? Müsste jetzt eigentlich Musik kommen, ja. Oder kriegen wir noch eine Medaille verliehen? Nein, das war irgendwo ein Spiel. Doch. Doch. Ha. Congratulations, Roger. You've rid the universe of the evil Saurians and saved your people from certain doom. You're an all-around hero. You've made it home safely aboard the stolen Saurian craft, where you've encountered a cheering Xenon crowd. They have gathered together for a ceremony in your honor. The ceremony is already in progress. Applause! Applause! As a token of appreciation, you're presented with a golden mop. Thank you, Roger, for cleaning up our galaxy, says the Xenon leader. Once a janitor, always a janitor. The end. Thank you for playing Space Quest. Watch out for Space Quest 2. More encounters. Thank you. Scott Murphy. Mark Rowe. Sol Ackerman. Ken Williams. Jeff Stevenson. Chris Iden. Sierra Online Incorporated. The Saurian Fleet. The entire human race. Roger, Galactic Warrior. Thank you for playing Space Quest. Okay, das war's dann. Das heißt, wir haben die Xenon, die Galaxis, das Universum gerettet. Yeah! Mit kleinen Wiederholungen zwischendrin und diversen abfallenden Nasen. Genau. Aber... Und ich gewinne 6-1. Genau. So, Falk, deine Einschätzung zu Space Quest 1. Wie ist es aus deiner Sicht gealtert? Also man kann es nach wie vor spielen. Man braucht eine gewisse Frusttoleranz, gerade bei einigen Puzzles, wie wir festgestellt haben. Wenn man die von Anfang an genau auf eine Art und Weise macht, die festgelegt ist, dann kann es zu Frustration kommen, weil man halt ganze Abschnitte neu machen muss. Sprich, wenn man weiß, was man tut, dann kommt man relativ gut durch. Und wenn nicht, dann ja, braucht man starke Nerven. Aber es ist an sich noch relativ gut spielbar. Wir hatten ja schon andere Sachen, wo die Steuerung deutlich hakeliger war. Und manchmal ist der Parser etwas unpräzise. Ja, also es gab dieses mit, also was halt eine ganz blöde Szene war, wo wir versucht haben, diese Cartridge zu lesen. Und das war irgendwie merkwürdig. Ansonsten, das Grundprinzip dieser Sierra Adventures, ich glaube, es ist Love It or Hate It. Ja. Also entweder man hat Spaß daran, dieses Scheitern und immer wieder probieren auf verschiedenen Ebenen,
dann ist das cool. Ja. Und dann gibt es auch viel zu entdecken und man kann hier und da sterbe ich und hier gibt es eine lustige Animation. Also es ist wirklich ein exploratives Spiel. Ja. Es ist gut inszeniert. Ja. Also auch so verschiedene Sequenzen, wenn ich da überlege bei Maniac Mansion, Zack McCracken, das war ja noch, wo die Figur eigentlich immer nur so stand. Definitiv. Und zusätzliche Animationen gab es kaum. Die gab es hier zuhauf. Ja. Was halt ein bisschen aus heutiger Sicht schon etwas Schmerz ist, die niedrige Auflösung mit dem nur 160er, wo schon der Amiga mehr konnte und auch EGA eigentlich mehr konnte. Das ist halt noch, weil die Engine halt auf den PC Junior Tandy Grafikmodus ausgelegt war und auch sie dann halt. Und wobei der Punkt ist, eigentlich hätte das schon eine höhere Auflösung gekonnt. Denn das sind keine Pixelgrafiken, sondern Vektorgrafiken, die in dieser Engine gespeichert sind. Ich habe mal gesehen, eine modifizierte AGI-Engine, AGI heißt dieses Adventure Game Interpreter, glaube ich, wo man das einschalten konnte, dass er die Auflösung verdoppelt. Und dann sieht es zack mit demselben Spiel automatisch besser aus und nicht mit so einem Filter, sondern indem man das einfach in höherer Auflösung zeichnet. Also warum die das... Also das ist wirklich dieses schnell raus, wir müssen Geld verdienen. Das im Amiga einzubauen, wäre wahrscheinlich so kompliziert nicht gewesen. Genauso wie die Musik ist ja auch die PC. Gräuslich. Ja. Das ist ja PC-Speaker in drei Stimmen. Da hätte der Amiga kann so viel mehr. Ja, also das mit ein bisschen mehr Liebe. Das sieht man auch daran, dass ja das Remake, was dann später für mächtigere PCs mit VGA-Grafik kam, gibt es auch für eine Amiga, was auf derselben Plattform läuft wie dieses Spiel. Gut, es ist sehr langsam, aber es sieht halt grafisch deutlich besser aus. Ja. Und aber das ist halt der Sierra-Konvertierungspolitik zuzuschreiben. So, ansonsten ein absoluter Klassiker und wenn man diesen beiden Grundprämissen, die Grafik ist halt, das wird heute nichts mehr, die Grafik ist halt, wie sie ist und dieses Spielprinzip ist einfach ein Prinzip des Scheitern und Try and Errors. Wenn man damit klarkommt, dann kann man das auch heute noch gut spielen, eine nette Story, gut inszeniert, Space Quest, Kapitel 1, The Sarian Encounter. Und es wird ja direkt darauf hingewiesen, es geht dann ja weiter mit Space Quest Kapitel 2, Warhol's Revenge. Und den Namen hatten wir ja vorhin schon, das ist der Wissenschaftler hinter dem Generator. Ja, nur warum will der sich rächen und ist der nicht gestorben und was ist denn da eigentlich passiert? Aber das erfahren wir jetzt ohne Nase im zweiten Teil. So, schreibt gerne, wie es euch gefallen hat. Mögt ihr Sierra Adventures? Habt ihr das vorher gespielt? War das jetzt eine coole Erfahrung für euch? Oder sagt ihr, mein Gott, ist das schon dieses Gepiepse und diese Grafik und so? Und gut, dass ihr es gespielt habt, dass ich es nicht spielen musste. Und ansonsten habt ihr auch noch die Möglichkeit, hier zu dem Remake zu greifen mit der VGA-Grafik. Genau, also heute unter Scum, es läuft dann auch auf Scum VM zum Beispiel und das Remake mit Point-and-Click-Steuerung und VGA-Grafik ist natürlich deutlich angenehmer zu spielen. Und auch wenn das einen schönen Charme hat hier, muss ich sagen. Und auch später in der Reihe nochmal darauf referenziert wird, aber das verraten wir noch nicht. Gucken wir dann mal. Foreshadowing. So, dann wie immer an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Gruß an die Welle. Macht's gut. Ciao. Ad Astra. Und da sehen wir auch... Einwandfrei. Sehen wir auch Sophia. Und so ein deutscher Scherge. Ach, ein Scherge. Ein Scherge. Es sind natürlich wieder Nazis mit dabei. Das gehört sich ja so bei Indiana Jones. Ja.